Ich grüße euch, edle Damen und Herren, und heiße euch herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Kingdom Come Deliverance. Wir verfolgen gerade einige Frauen, ich kann auch das Questlog noch mal ganz kurz zeigen, der Tanz mit dem Teufel nämlich, und die scheinen sich gerade hier auf den Weg zu machen, in Richtung Wald, und da werden wir mal schauen, ob wir die Damen einholen und dann unauffällig verfolgen können, um mal zu gucken, was sie mit der Flugsalbe machen. Was ist denn genau unsere Aufgabe eigentlich? Folge den Frauen, ja. Kann ich hier nicht irgendwie... Blub, ja, kann ich. Ja, rausfinden, was sie dort treiben. Also was sie dort treiben, wissen wir ja schon. Die experimentieren mit Flugsalbe. So, dann machen wir uns mal auf den Weg. Oh, da sind sie. Lasst uns absteigen. Well, there, you know? I feel shy. So playing games with the devil is all right, but dabbing some ointment on your cunny is going too far. Aye, well, don't peek for a bit. I'm not sure. Don't worry. Plenty of women have tried it before us. What if it does work? What if he does appear? But that's what we want, isn't it? Let's go. Oha, die schmieren sich das also, wer weiß wohin. So, und wir werden die einfach mal ein bisschen verfolgen. Die trennen sich. Wo laufen die denn hin eigentlich? Richtung Kräuterweib, okay. Aber die machen das nicht beim Kräuterweib, ne? Das wissen wir. Sonst wäre die nicht so besorgt gewesen. Ja, da biegen sie in den Wald ab. So, ich will auch nicht zu dicht ran. Nicht, dass sie nachher noch was mitbekommen. Das wäre mir höchst unangenehm. Den Damen wahrscheinlich auch. Andererseits darf ich sie natürlich auch nicht zu weit weglassen. Tap, 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 tap. So, da sieht man noch das Laternenlicht. Oh Gott, hoffentlich bleibe ich hier nirgendwo hängen. Ja, ungefähr so nämlich. Wo ist denn Nummer 3 eigentlich? Die ist schon vorgegangen. Dann können wir doch vielleicht auch ein bisschen schneller die hier links flankieren quasi und mal gucken, wo Nummer 3 hingegangen ist. Aha, da ist ein Feuer. Da wollen wir vielleicht hin. So, dann schleichen wir uns hier einfach mal rum. Und schauen mal. Ein Hase. Was hier so abgeht. Und misch dich nicht ein. We're here. We all know what to do, don't we? Vielleicht sollten wir uns aber doch einmischen. Gertrude didn't want to say anything about that. So all we know is what we came up with ourselves. Damn. I feel all peculiar though. The ointment is the main thing, and we'll think up some chant or two. Just let's get it over with quick.
I keep hearing weird noises. Das bin nur ich. Ich würde gern mal mit denen reden eigentlich. I hear someone coming. Who's there? Is it you, Kuta? No, I'm still over here. What's going on here? Welcome, Prince of Darkness. And make yourself at home. What would you like us to do? We will fulfill your every wish if you fulfill ours. Okay. Prince of Darkness, what in God's name are you babbling about? Why are you testing us? Testing you? Jesus Christ, what have you been smearing on yourselves? A magic ointment from the herb woman? We are ready to pleasure you, Lord. In return, all we ask is that you rid us of the humans. And if you won't rid us of them, then help us get away from here. Give us riches so we can start a new life in the city. Okay, klar, komm an, erledigen. I'll give you anything you ask. I knew it. Thank you, my lord. In return, you'll have to... Shit. I feel very weird. Oh-oh. Ach, weil die uns angekrabbelt haben. Mit der Salbe. Oh, that ointment. You smeared the ointment on me. Fear not, my lord. Nothing will happen to you. It's all part of the ceremony. Oh, shit. What the fuck? What did you do to me? Gut gemacht, Henry. Are you quite well after your long journey? Huh? Was? Long journey? What? From the gates of hell to here. When will you take care of the humans? And why don't you have horns and hooves and a goat's tail, like the priest said? How come you're a talking mare? What mare? Does your sight deceive you? I'm Vera, and I turn many a young man's head in Ujits. Okay. I flew in on a tree branch. It took no time at all. Flying on a branch? Will you teach us how to do that too? We are your maidservants now. We'll do anything you wish. I got rid of my horns and hooves along the way, and I keep my tail in my breeches. I only get it out for special occasions. I hope there'll be one soon enough. Wow. Actually, I wanted something else. What's that, oh Lord? Will you serve me and do all I tell you to? Oh yes, our Lord of Hellfire. We'll do whatever you want. Just rid us of those wretched humans. Which one will you take first? Me. Take me. No, me. And what about the other one? Why doesn't she speak up? Kuta, you chicken, speak up. I want you, Mare. Vera. I knew it. Come on. Come closer to me. Treib es toll mit den Frauen. Oh. Shit. Heftige Ladung abbekommen auf jeden Fall. Ernsthaft jetzt? Das. What? Okay.
Das ist strange. That was tough. Oh, but I'm all dizzy again. What is wrong with you? Is something going to come of it or not? I need to sleep. Bugger sleep. What was that? What is it? Someone coming. Schon wieder. Okay, mega Hallus. The answer to my prayers. Just when I was? Wanted to vent my rage on someone. What's the matter? Come on. Okay, das war Nummer 1. Das war Nummer 2. What? Das war's? Irgendwelche Dämonen mit Ziegenköpfen und Hörnern und anschließend bin ich direkt ohnmächtig geworden, oder was? Wow. Heftiger Trip und Schlossknacken bei einem Pferd. Hey, klar. Warum nicht? Okay, ich stehe ein bisschen im Feuer. Ein Bandit. Okay. Braune Beinlinge. Taugen die was? Charisma 4. Leisetreter. Leisetreter hört sich total gut an. Davon werde ich ein paar mitnehmen. Falls ich mal irgendwo echt hart reinschleichen muss. Wo kamen denn jetzt diese Banditen her und warum bin ich noch im Kampf? Okay, ja, die Frauen wieder im Dorf, wie es aussieht. Wir sollen mit dem Pfarrer sprechen, habe ich das richtig? Okay, als ich mich in den Hexensabbat einmischte, schnappten die Frauen mich und beschmierten mich mit der Salbe. Und so ging ich mit auf ihren teuflischen Höllenritt. Die ganze Welt verwandelte sich vor meinen Augen. Ich erinnere mich nur noch daran, dass die Frauen es wild mit mir treiben wollten. Doch dann gab es ein böses Erwachen. Einige Holzfäller stürmten auf die Lichtung und wollten die Frauen erschlagen. Ich erwachte wie aus einem Albtraum und an der Stelle, wo gestern noch der Teufel beschworen wurde, liegen nun die Leichen einiger Holzfäller. Ich sollte es dem Gemeindepfarrer erzählen. Ja, vielleicht sollte ich auch der Kräuterfrau einfach sagen, dass alles safe ist, mehr oder weniger. Okay, unser Schwert hat auf jeden Fall guten Dienst verrichtet. Jeden einmal geschlagen und das war's. So, hier ist eine Lücke, das sehe ich doch direkt. Ja, Lücke, genau, Lücke, hier. Ja, komm schon, Pferd. So, da hinten sieht man schon die Kirche. Wie spät ist es eigentlich gerade? Wahrscheinlich ziemlich spät, wenn schon die Sonne wieder aufgeht. Yep. Das war aber schon einigermaßen heftig, der Trip. Mal sehen, wie ich das dem Pfarrer erklärt bekomme. Ich meine, der Pfarrer ist ja einigermaßen verständnisvoll. Ist ja nicht so, dass er es nie bunt treiben würde. Mit irgendwelchen Damen. Er hat ja sogar eine eigene Konkubine, glaube ich, ne? Oh, hier gibt es doch Wasser bestimmt. Nope, leer. So, irgendwie bin ich angeblich noch im Kampf. Ja, jetzt brechen wir jetzt schon wieder ein. Der Pfarrer tut mir echt ein bisschen leid. Ständig knacken wir bei ihm irgendwelche Schlösser. Ah, wenigstens kann er wieder in seinem eigenen Bett schlafen. No. Clear off, let me sleep. Okay. Dann gehen wir halt auch noch ein bisschen ins Bett, würde ich sagen. Ups. Haben wir dadurch eigentlich irgendeinen Buff bekommen oder sowas, frage ich mich gerade. Nope.
Fertigkeiten. Alchemie, da können wir uns eine Spezialisierung holen. Worauf haben wir denn Bock? Nix davon. Na, alles klar. Reparieren haben wir schon eine 17 inzwischen. Junge, Junge, Junge. Nicht schlecht. Verteidigung. Ja, mit den Fäusten sind wir besser als mit dem Schwert. Ich muss mal wieder mit dem Schwert ein bisschen üben, glaube ich. Stärke 13. Na, so gehört sich das. Unser Charisma ist ein bisschen... Warum ist unser Charisma... Ach nee, 16 ist aber in Ordnung. So, dann pennen wir einfach noch kurz, bis der Pfarrer halt aufgewacht ist. Okay, wir fallen die Leiter einfach wieder runter. Die Flugsalbe scheint uns echt nicht so richtig gut bekommen zu sein. So, wir schlafen auch nicht so lang, würde ich vorschlagen. Wir müssen auch... Ja, wir sind tatsächlich relativ ausgeschlafen. Ich habe keine Ahnung, wann man als Pfarrer so aufsteht. Aber man hört die Glocke schon läuten im Hintergrund. Da bin ich echt mal gespannt, was der gute Mann zu sagen hat. Wenn er jetzt nicht wach ist, muss ich halt blöderweise noch einen Cut machen. Ich dachte, ich mache das heute mal ohne Cut. Und irgendwie bin ich auch immer noch im Kampf tatsächlich. Behauptet zumindest dieses wunderbare Symbol da oben. Puh. So satt müsste ich eigentlich sein, ne? Ja. Geräusche 92. Sichtbarkeit 70. Also die Unauffälligkeit in Person bin ich echt nicht gerade. So sagt bloß der gute Mann pennt noch. Nee, ist er schon auf dem Weg zur Kneipe? Ah, der sitzt wahrscheinlich gerade beim Frühstück hier drin. Echt jetzt? Ich muss das schon wieder knacken. Jupp, Frühstück. Sag mal du, I found out more about the Ujit's witchcraft. Pray, do tell. The women have got hold of some magic lotion from the herb woman, and they're using it to summon the devil. For the love of heaven. Yeah. I followed them to where they held their Sabbath. They summoned the devil, danced around a fire. Oh my God, what else? The women were completely out of their minds from that ointment. Then some woodcutters stormed in. They wanted to put a stop to the witch's Sabbath. Good God. And what happened? I had to kill the woodcutters to save those women from them. For Christ's sake! How could you? Such needless slaughter! Those men meant well. Was there no other way to stop the bloodshed? The woodcutters were beside themselves with rage, baying for the women's blood. There was no reasoning with them. There must have been another way. Ich hätte sie wahrscheinlich K.O. hauen können, ne? I did everything I could. The good Lord observes your deeds. Pray for the souls of those unfortunate Christians. Pray, because you have blood on your hands. At least you see where dancing with the devil can take you. Pray for their loved ones and for your soul and mine, because we share the blame. And now please, go. Leave me alone to pray. Okay, Bad Trip haben wir als Achievement bekommen. Und wir haben was über Hexerei gelernt. Berichte im Kräutervibe. Das könnten wir eigentlich direkt noch machen. Dann sind wir nämlich hier fertig. Andererseits können wir das auch beim nächsten Mal. Ist gar nicht auf meiner Karte markiert. Auf dem Weg nach Talmberg machen. Gibt das Sinn? Nein, wir reiten da jetzt schnell noch hin.
Quest abgeschlossen. Ja, was denn jetzt? Okay, also die Quest ist fertig. Aber wir sollen dem Kräuterweib noch Bericht erstatten. Also hier einfach Westen raus und dann bei der nächsten Gelegenheit einmal nach Norden abbiegen. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Das dürfte auch nicht allzu lange dauern. Das ist ein kurzer Ritt. Ich reite nur in die falsche Richtung gerade aus der Stadt. Ist das hier der richtige Weg? Nein. Überhaupt nicht. Kein bisschen. Das da hinten ist nämlich der richtige Weg. Den sind wir auch gestern Abend schon lang gegangen. Ah, es ist der Rätselmönch. Ist das der Rätselmönch? Ne, der sah aber anders aus. Ne? Der hatte keinen Bart. Ist einfach nur ein Wanderer. Ja, schade. So, und dann können wir nämlich beim nächsten Mal in Merhuyet weitermachen oder in Palmberg. Und je nachdem, wie wir Lust haben. So, hier Richtung Norden? Ich denke schon, ne? So ein schöner Baum da vorne. So einen kleinen süßen Teich dran. Ja, doch, alles gut. Ich bin richtig. Ich hatte den Weg nur nicht mehr so lange in Erinnerung, da von der Abzweigung. Frau Kräuterweib, ich habe gute Kunde. Und dann können wir uns nämlich gleich mal im Kodex Hexerei angucken. Das passt ja dann wunderbar zu der Folge. I was at the Ujit Women's Sabbath. And how did it turn out? Super. The women were making such a ruckus, the woodcutters took them for witches and burst in on them. They meant to kill them. Jesus Christ. And how did it end? I killed them all. Killed them? God Almighty. You killed the men who went to see what all the noise was about? Well, I didn't have much of a choice. There was no talking with them. They were determined to kill the witches. I'm so sorry. Holy Mother of God, you're my witness. I meant no harm. Forgive my sins and have mercy on me in my final hour. And as for you, you'd better go. Na geil, ich frage mich echt, ob ich die hätte K.O. hauen können. Ich meine, die hatten Äxte, deswegen habe ich halt mein Schwert gezogen, aber hätte ich die K.O. hauen können, wäre das eine Option gewesen. Wahrscheinlich schon, ne? Oder hätten die dann die Frauen erledigt? Hexerei. Zur Hexerei wurden in tschechischen Gebieten des Mittelalters sämtliche, besonders durch Frauen durchgeführte Praktiken gezählt, die mit Magie in Zusammenhang standen und Schaden anstatt heilen sollten. Im Frühmittelalter wurde zwischen weißer, gutartiger und heilender sowie schwarzer, böser und unreiner Magie unterschieden. Zur Magie zählte man Weissagung, Nekromantie, Alchemie, Kräuterkunde und heidnische Bräuche und Riten, die in der mittelalterlichen Gesellschaft einst tief verwurzelt waren. Nekromantie, die Beschwörung von Toten, beziehungsweise dann in dem Fall Untoten. Ende des 15. Jahrhunderts führte religiöser Eifer zu sinnlosen Hexenjagden auf Menschen, die mit Magie zu tun hatten. All das erreichte zum Ende des 16. Jahrhunderts seinen traurigen Höhepunkt, als hunderte Menschen dem Fanatismus übereifriger Hexenjäger zum Opfer fielen. Die Hexerei und auch die Inquisition umranken bis heute Aberglaube und unzählige Halbwahrheiten, doch nur wenige davon basieren auf Tatsachen. Fakt ist, dass die meisten, die zur damaligen Zeit der Hexerei angeklagt und verurteilt wurden, ungeschoren davonkamen. Stattdessen traf es auf diejenigen, die ihre Mitmenschen aus Habgier oder Rachegelüsten denunziert hatten und deren Anschuldigungen sich im Nachhinein als falsch herausstellten. Ah, das ist ja cool. Zudem fielen mehr Menschen Affektmorden durch fanatische, selbsternannte Inquisitoren zum Opfer, als durch von der Obrigkeit angeordnete Hexenverbrennungen. Aha, interessant.
Ja, für heute war es das also, edle Damen und Herren. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr morgen wieder mit dabei seid. Wenn wir in Palmberg oder Merhujek, muss ich mal gucken, Unsinn treiben. Macht's gut, bis dann und gehabt euch wohl.